Vielen Dank. Hallo an alle. Ich denke, wir sind erstmal sehr, oder wir können glücklich sein mit dem Punktgewinn. Das war definitiv ein Punktgewinn. Bin zufrieden, also mit dem Ergebnis sicherlich nach dem Spielverlauf. Bin auch zufrieden mit der Moral der Mannschaft, dass sie dann nach so einem Spiel, wo relativ wenig funktioniert hat, nochmal zurückgekommen ist. Ja, aber ansonsten mit der Leistung, auch gerade mit der fußballerischen Leistung, kann ich natürlich nicht zufrieden sein. Ich denke, wir haben eine ausgeglichene erste Halbzeit gesehen, wo Brandenburg nach einem Standard eine Riesenchance hatte. Dann haben wir, wo wir uns noch behindern, auch eine Riesenchance nach einem Standard und kriegen dann ja, durch einen einfachen Abwehrfehler das Gegentor. Und ja, dann haben wir uns eine Menge vorgenommen nach der Pause. Haben davon aber kaum was umsetzen können und müssen dann bis zur 60. Minute 2-3-0 hinten liegen. Sicherlich ein paar glückliche Entscheidungen auch gewesen, aber nichtsdestotrotz konnten wir nicht beeinflussen. Das, was wir beeinflussen konnten, war unsere eigene Leistung. Die war dann ab der 65. besser und insofern ist also vielleicht dann auch so ein bisschen den Punkt verdient, weil wenn dir eine Mannschaft dann das Spiel nicht zumacht oder dir so ein Schlupfloch lässt, dann musst du auch erstmal dann das auch annehmen. Das haben wir getan, insofern werden wir das als Positives mitnehmen, aber es bleibt viel Arbeit. Ja, mein Kollege hat das sicherlich recht treffend schon analysiert. Ich glaube, dass wir bis zur 60. Minute die Mannschaft irgendwie mehr Möglichkeiten zum Torerfolg hatte und uns auch immer wieder aus Kontersituationen nach vorne durchgespielt haben. Schlüsselstelle ganz klar, das 2-0, was ein ganz klares Tor war. Das war nicht mal annähernd abseits. Für mich zwei klare Elfmeter, die sowas geht einfach nicht, dass man sowas nicht pfeift als Schiedsrichter. Eigentlich ist es eine Sauerei, aber gut, wir können jetzt nicht alles auf den Schiedsrichter schieben. Entscheidend ist natürlich, dass wir nach der 60. Minute, aber vielleicht hängt es auch ein bisschen mit diesen Situationen zusammen, die einen zermürben, wo man dann eben, weil man weiß, man steht mit einem Bein kurz vor der Linie, die vielleicht den Abstieg eindeutet, dass man dann eben hektisch wird, seinen Faden ein Stück weit verliert und auch ein bisschen den Glauben. Und ja, dann war es insgesamt sehr, sehr holprig. Klar muss man natürlich immer wieder sehen, dass wir sehr, sehr viele A-Jugendspieler auch auf dem Platz haben. Und auch die Jungs brauchen natürlich auch ein bisschen Zeit, sich dann in die ganze Sache einzubringen. Und wir sind natürlich extrem angespannt in so einer wichtigen Situation für den Verein. Das 1-1 aus meiner Sicht erstmal ein ganz dummes, unnötiges Foul, was wir da draußen machen. Da braucht man einfach nur vorm Gegner stehen bleiben oder ihn so attackieren, dass man den Ball spielt, aber es war einfach dumm. Ob der Torwart den vielleicht ein bisschen weiter wegkriegt mit der Faust, mag ich aus meinem Winkel nicht sagen, zu sagen. Aber es sieht natürlich dann immer ein bisschen dumm aus, dass wir dann den zweiten Ball nicht wir aus der Gefahrenzone befördern, sondern der Gegner, den muss über die Linie drücken muss. Und ja, nachher geht es aufgrund der halben Stunde, denke ich, ist das 1-1 irgendwo ein Ergebnis, wo wir mit nicht leben können. Der Gegner besser. Und wir wissen, dass wir viel Arbeit haben. Ich hoffe, dass sich unsere verletzten Situation dann auch immer wieder ein bisschen verändert.